Ja, unser Thema heute Vormittag heißt, steht hier, näher zu dir, ist das, was Axel vor langer Zeit als Titel für die Konferenz so gedacht hat. Und ich glaube, das ist wirklich das, was Jesus mit uns tut. Und im Gebet für diese Tage war mir das vor längerer Zeit schon wichtig. Ich habe dafür gebetet, dass es auch passiert, dass wir darüber sprechen, aber dass es auch geschieht. Und ich glaube, in unserer Anbetungszeit gestern Abend war es stark. Wir waren irgendwie alle in Einheit und haben gesagt, Herr Jesus, ja, du bist Herr über alles. Du regierst über alles. Du bist über allem groß. Wir beten dich an. Und ausgehend von dem Gedanke hatte ich relativ schnell ein Psalmwort in Gedanken. Aus dem Psalm 15, Vers 1. Ein Psalm von David. Herr, wer darf in deinem Zelt weilen? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Als wir voriges Jahr zu unseren Aufbautagen über Gebet geredet haben, da haben wir auch über eine Gebetsarmee geredet, haben wir darüber geredet, dass wir in Gottes Gegenwart sind und dass wir vor ihm sind. Und im Zusammenhang mit Gebet ist mir das in den Sinn gekommen, dass es in ein Dienst, ein Priesterdienst in Gottes Gegenwart ist und dass daraus die Kraft zum Gebet kommt. Deswegen ist die Frage, ist die Antwort auf die Frage wichtig, die hier steht, ein Psalm von David. Herr, wer darf in deinem Zelt weilen? Wer darf in deiner Gegenwart sein? Vor dem Hintergrund dieses Textes auch die Stiftshütte mit gemeint, der Ort der Begegnung mit Gott. Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Es ist nicht egal, was wir darauf für eine Antwort haben. Und wir finden die Antwort, Vers 2, der rechtschaffen wandelt oder sein Leben rechtschaffen führt und Gerechtigkeit übt und Wahrheit redet in seinem Herzen. Er hat nicht verleumdet mit seiner Zunge, seinem Gefährten kein Übel angetan und auf seinen Nächsten keine Schmähung gebracht. In seinen Augen ist der Verworfene verachtet, aber die, die den Herrn fürchten, ehrt er. Hat er zu seinem Schaden geschworen, ändert er es nicht. Sein Geld hat er nicht auf Zins gegeben und ein Bestechungsgeschenk gegen den Unschuldigen nicht angenommen. Wer solches tut, wird nicht wanken in Ewigkeit. Und der gleiche Text, der gleiche Inhalt im Psalm 24, Vers 3 bis 5. Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Vers 4, wer unschuldige Hände und ein reines Herz hat. Er, der seine Seele nicht auf Falsches gerichtet und es nicht zum Betrug geschworen hat. Er wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Oder die gleichen drei Verse aus der neuen Genfer Übersetzung. Wer darf zum Berg des Herrn hinaufgehen? Und wer darf an seiner heiligen Stätte vor ihm stehen? Jeder, dessen Herz und Hände frei von Schuld sind, der keine Götzen anbetet und keinen Meineid schwört. Er wird Segen empfangen vom Herrn. Gott, sein Retter, wird ihm in Treue begegnen. Und ich glaube, dass für unseren Vormittag dieses Wort für uns von Bedeutung ist. Weil das, wovon wir reden, nämlich, dass wir in Gottes Gegenwart kommen wollen, das, wovon wir reden, dass wir nahe bei ihm sind, soll ja auch Realität sein. Und ich weiß nicht, ob es jemand von euch so geht, aber manchmal erlebe ich so mit, dass wir als Christen von Dingen reden,
wo wir gar nicht so ganz genau wissen, was das ist. Und ich denke nicht, dass wir hier als Gemeinschaft zusammen sind, denen Gottes Gegenwart fremd ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir haben alle Berührungen mit Gott erlebt und haben seine Anwesenheit, haben wir gespürt in unserem Herzen. Und doch ist mir es wichtig, dass wir, wenn wir über Gegenwart Gottes reden, wenn wir darüber reden, wir wollen näher bei dir sein, dass wir da nicht an etwas Interessantes, Neues denken, sondern dass es ein Fundament hat und Realität ist in unserem persönlichen Leben und auch als Gemeinde zusammen. Deswegen ist dieser Vers 4 aus dem Psalm 24 irgendwie zentral. Wer unschuldige Hände und ein reines Herz hat, der darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn und darf an seiner heiligen Stätte stehen oder an dem Ort, wo er wohnt, sein. Deswegen ist mir es ein Anliegen, dass wir uns in dieser Sache nicht was vormachen, uns nicht selbst betrügen. Psalm 131, Vers 1 steht: Herr, mein Herz will nicht hoch hinaus, meine Augen sind nicht hochmütig, ich gehe nicht mit Dingen um, die zu groß und zu wunderbar für mich sind. Und das ist ein Wallfahrtslied. Man geht davon aus, dass das Lied gesungen wurde und dazu gedacht war, wenn man sich dem Tempel näherte, dass man da dieses Lied singt. Herr, mein Herz will nicht hoch hinaus, meine Augen sind nicht hochmütig, ich gehe nicht mit Dingen um, die zu groß und zu wunderbar für mich sind. Ein Lied, was die Begegnung mit Gott vorbereiten soll. Das heißt, wir sind realistisch in dem, was wir leben. Und ich bin so froh, dass ich bezeugen kann, dass ich Gottes Anwesenheit spüren konnte. Und wirklich, wie ich schon sagte, ich denke, wir alle haben schon Gottes Gegenwart in unserem Leben erlebt. Aber wenn wir nach Gottes Gegenwart suchen, lasst uns da ein Stück, ein gutes Fundament dafür haben, was wir suchen. Wir suchen nicht ein schönes Gefühl. Gottes Gegenwart ist nicht unbedingt nur ein schönes Gefühl. Oft ist es ein gutes Gefühl. Oft ist es Frieden, Sicherheit, Glauben und einfach Festigkeit. Ja, ja, Gott ist Herr. Ich habe es wieder ganz neu in meinem Herzen. Und weil ich das jetzt wieder weiß, ist alles andere klein. Und ich bin getröstet, habe Freude, Zuversicht. Aber es bedeutet auch, je näher ich an Gottes Gegenwart rankomme, desto ungemütlicher wird es der Sünde. Desto ungemütlicher wird es für die Dinge in meinem eigenen Leben, die nicht mit Gott übereinstimmen. Also kann ein gewisses Unwohlsein über finstere Sachen auch eine Wirkung von Gottes Gegenwart sein. Oder wie wir das in der Apostelgeschichte lesen, als sie die Predigt von Petrus gehört haben, drang es ihnen durchs Herz. Und sie haben gesagt, Herr, was sollen wir tun? Also Gott möchte mehr, als dass wir richtige Sätze sagen können. Ich denke, damit stimmen wir überein. Ich möchte mit euch eine, finde ich, beeindruckende Begegnung zwischen Gott, dem Herrn und dem Volk Israel mit euch zusammen in der Bibel anschauen. Als ich das durchgelesen habe, war ich wirklich beeindruckt und mit Ehrfurcht erfüllt. Dieser Bibelabschnitt steht im zweiten Buch Mose im Kapitel 19. Wir fangen mit dem Vers 5 an. 2. Mose 19 ab Vers 5 bis 25 und dann aus 2. Mose 20 dazu noch 18 bis 21. Weil als ich den Psalm 24 gelesen habe, wer darf
zu deinem Berg hinzutreten? Wer darf an deiner heiligen Stätte wohnen? Habe ich mich an diesen Text erinnert und den dann auch mehrfach gelesen, weil er einfach unser Bild von Gott auf ein Fundament stellt, was wir brauchen. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Wo steht das noch? Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Nicht die Versangabe, nur das Buch in der Bibel. Petrus, Offenbarung, finden es so stark, dass der Heilige Geist durch das ganze Wort eine Wahrheit durchgängig offenbart. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Ich finde, Mose wird ja auch unter anderem als Prophet bezeichnet. Und das ist prophetisch, bis in unsere Zukunft hinein. Und ich denke, ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation können wir uns auch istgleich denken. Wir können ein Königreich von Priestern sein, wenn wir eine heilige Nation sind. Jetzt ging es weiter. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Darauf ging Mose hin, rief die Ältesten des Volkes zusammen und legte ihnen all diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk gemeinsam und sagte, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose brachte dem Herrn die Worte des Volkes zurück. Damals war Mose der Vermittler des alten Bundes. Jetzt ist Jesus unser Mittler zwischen uns und dem Vater. Deswegen hat er die Worte des Volkes zu Gott zurückgebracht. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich werde im Dunkel des Gewölks zu dir kommen, damit es das Volk hört, wenn ich mit dir rede und auch dir glaubt. Und Mose teilte dem Herrn die Worte des Volkes mit. Und der Herr sprach zu Mose, geh zum Volk und heilige sie heute und morgen. Gott hat gesagt, bereite das Volk auf eine Begegnung mit mir vor. Und das Wort, was dafür gebraucht wird, ist heilige sie. Das bedeutet, verändere sie. Nimm das, was nicht heilig ist, weg, damit das, was heilig ist, da bleibt. Heilige sie, heute und morgen. Und sie sollen ihre Kleider waschen, damit sie für den dritten Tag bereit sind. Denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabsteigen. Darum zieh eine Grenze rings um das Volk und sage, hütet euch, auf den Berg zu steigen oder auch nur sein Ende zu berühren. Jeder, der den Berg berührt, muss getötet werden. Keine Hand darf ihn berühren, denn sonst muss er gesteinigt oder erschossen werden. Ob Tier oder Mensch, er darf nicht am Leben bleiben. Erst wenn das Widderhorn anhaltend ertönt, sollen sie zum Berg hinaufsteigen. Darauf stieg Mose vom Berg zu dem Volk hinab und er heiligte das Volk und sie wuschen ihre Kleider. Dann sagte er zum Volk, haltet euch für den dritten Tag bereit, nähert euch keiner Frau. Und es geschah am dritten Tag, als es Morgen wurde, da brachen Donner und Blitze los und eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg und ein sehr starker Hörnerschall ertönte, sodass das ganze Volk, das im Lager war, bebte. Wenn man sich das vorstellt, das ist gewaltig. Das Volk fing an zu vibrieren, zu beben, also physikalisch erschüttert zu werden. Und ich denke auch emotional. Mose aber führte das Volk aus dem Lager hinaus Gott entgegen. Und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. Und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens. Und der ganze Berg erbebte heftig. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Gott redete. Und Mose redete. Und Gott antwortete ihm mit einer lauten Stimme.
Und der Herr stieg auf den Berg Sinai herab, auf den Gipfel des Berges. Und der Herr rief Mose auf den Gipfel des Berges. Und Mose stieg hinauf. Und der Herr sprach zu Mose, steige hinab, warne das Volk, dass sie nicht zum Herrn durchsprechen, umzuschauen, sonst müssten viele von ihnen fallen. Ja, auch die Priester, die zum Herrn herantreten, sollen sich heiligen, damit der Herr nicht in sie einbricht. Mose aber sagte zum Herrn, das Volk wird den Berg Sinai nicht ersteigen können, denn du hast uns ja gewarnt und gesagt, zieh eine Grenze um den Berg und erkläre ihn für heilig. Da sprach der Herr zu ihm, geh, steig hinab und komm dann wieder herauf, du und Aaron mit dir. Aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen, um zum Herrn hinaufzusteigen, damit er nicht in sie einbricht. Da stieg Mose zum Volk hinab und sagte es ihnen. Ich glaube, es reicht, wenn wir das einfach als Wort auf uns wirken lassen, um eine Vorstellung zu haben, wer Gott ist. Und einerseits hat Gott gesagt, das Volk soll vorbereitet sein für eine Begegnung mit mir. Und wenn der Hörnerschall, wenn dieser Ton, wenn das Geräusch kommt, dann sollen sie zu mir kommen. Und als sie auf dem Weg dahin waren und Mose zu Gott gekommen ist, hat Gott gesagt, sie sollen nicht kommen, denn viele von ihnen müssten sterben. Und im Kontext des Textes glaube ich, es liegt daran, dass die Heiligkeit des Volkes nicht genug war, um eine Begegnung mit Gott zu überleben. Und Gott hat gesagt, er wollte es. Er hat gesagt, komm, das Volk soll vorbereitet sein, soll geheiligt sein. Ich möchte, dass sie zu mir kommen. Und dann hat er gesagt, lass sie nicht kommen, es könnte für sie tödlich ausgehen. Viele würden sterben. Und ich glaube, das Problem war, dass die Art und Weise, sich zu heiligen zu dieser Zeit, nicht genug war, um in Gottes Gegenwart zu kommen. Mose durfte zu Gott kommen. Gott hat ihn auserwählt, als Prophet, als Mittler. Aber er hat gesagt, warne das Volk, dass sie nicht zum Herrn durchbrechen, um zu schauen, sonst müssten viele von ihnen fallen. Also ich glaube, der Grad, der Zustand von Heiligkeit ist entscheidend, ob eine Begegnung mit Gott, eine wirkliche Begegnung mit Gott stattfinden kann und Menschen überleben es oder nicht. So ist es hier geschrieben und es ist der gleiche Gott, zu dem wir beten. Ich möchte damit nicht auf Effekte aus sein, um irgendetwas dramatisch darzustellen, um der Dramatik willen, sondern damit unser Bild von Gott ein Fundament hat. Wir lesen weiter in 2. Mose 20, ab Vers 18. Und das ganze Volk nahm den Donner wahr, die Flammen, den Hörnerschall und den rauchenden Berg. Als nun das Volk das wahrnahm, zitterten sie und blieben von Ferne stehen und sagten zu Mose, rede du mit uns, dann wollen wir hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben. Da sagte Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, denn nur um euch zu prüfen, ist Gott gekommen, und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. So blieb denn das Volk von Ferne stehen, Mose aber näherte sich dem Dunkel, wo Gott war. Wir sehen Gottes absolute Absicht, dass er möchte, dass sein Volk zu ihm kommt. Er hat gesagt, bereitet euch vor, dann kommt. Dann hat er gesagt, wenn sie jetzt kommen würden, würde das für viele tödlich ausgehen, halte sie zurück. Und das Volk hat gesagt, daraufhin, Mose, rede du mit Gott, wir wollen nicht, dass Gott mit uns redet. Eine echt dramatische Entscheidung, die Folgen hatte, dass Gottes eigenes auserwähltes Volk seine Stimme nicht hören wollte. Und Mose hat gesagt, fürchtet euch nicht. Gott hat euch so offenbart, Gott hat sich euch so offenbart, damit ihr Ehrfurcht vor ihm habt und die Ehrfurcht vor ihm euch davor bewahrt zu sündigen. Auf diese historische Begebenheit, auf diesen geistlichen Moment wird auch im Hebräerbrief
im Kapitel 12 Bezug genommen. Den haben wir heute ein Stück später nochmal ausführlicher. Aber ich möchte trotzdem gleich diesen kurzen Abschnitt aus dem Hebräerbrief noch mitlesen. Hebräerbrief Kapitel 12, ab Vers 18. Denn ihr seid nicht gekommen zu etwas, das betastet werden konnte, und zu einem angezündeten Feuer und dem Dunkel und der Finsternis und dem Sturm und zu dem Schall der Posaune und der Stimme der Worte, deren Hörer baten, dass das Wort nicht mehr an sie gerichtet werde. Denn sie konnten nicht ertragen, was angeordnet wurde. Wird wieder zitiert. Und wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt werden. Und so furchtbar war die Erscheinung, dass Mose sagte, ich bin voll Furcht und Zittern. Sondern, Vers 22, Hebräer 12, sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung. Vers 23. Und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind. Und zu Gott, dem Richter aller. Und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Und Vers 24. Und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes. Und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Da kommen wir später nochmal darauf zurück. Aber wir sind nicht zu einem Berg, zu einem irdischen Berg gekommen, sondern zu einem geistlichen Ort, zum Wohnort Gottes. Dementsprechend brauchen wir eine Methode, um rein zu sein, die die damalige Methode übersteigt. Und wir sehen es hier, die Besprengung mit dem Blut von Jesus Christus. Zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes. Und der Gott, dem wir dienen, ist der gleiche Gott, der damals auf dem Berg Sinai erschienen ist. Und seine Autorität ist dieselbe. Und wenn er erscheint, hat er die gleiche Kraft. Und er ist genauso ehrfurchtgebietend, wie er sich damals offenbart hat. Aber wir haben einen anderen Mittler. Wir haben Jesus Christus, der die Verbindung zu dem lebendigen Gott wiederhergestellt hat. Wir haben den gleichen Gott, aber einen neuen Bund. Und ich spüre manchmal, dass in der heutigen Zeit man einen Unterschied machen möchte zwischen dem Gott des Alten Testamentes und dem Gott des Neuen Testamentes. Aber der Gott, der Mose erschienen ist, ist der gleiche Gott, zu dem wir uns durch Jesus Christus nahen dürfen. Und seine Autorität und seine ehrfurchtgebietende Macht ist die gleiche. So, wir haben das schon angeschnitten. Das Volk konnte damals nicht in Gottes Gegenwart treten, weil die Unreinheit von ihnen doch nicht abgewaschen war. Oder zumindest von vielen, es steht nicht von allen. Von vielen die Unreinheit nicht so abgewaschen war, dass sie eine Begegnung mit Gott überlebt hätten. Deswegen ist mir es wichtig, wenn wir sagen, näher zu dir, dass wir das mit Ehrfurcht betrachten. Dass wir uns keine Fantasiegeschichten erschaffen über Gott und über seine Gegenwart, sondern in der Realität leben. Aber ich glaube, wir stimmen überein. Wir dürfen und wir sollen Zugang haben. Wir lesen Hebräer 10, Vers 15 bis 22. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Denn nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr, wird aus den Propheten zitiert, ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie auch in ihren Sinn schreiben und ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung dieser Sünden ist, gibt es kein Opfer für Sünde mehr. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Habt ihr was wiedererkannt, wie beim Memory? Wascht eure Kleider, den Leib gewaschen
mit reinem, lebendigen Wasser. Lasst uns hinzutreten, aber nicht mehr allein in der Methode des alten Bundes, sondern überhaupt nicht in der Methode des alten Bundes. Danke, Jörg, für deine Lehre gestern. Jesus hat einen neuen Weg eröffnet. Der gleiche Gott, dem wir uns nahen, hat einen neuen Weg bestimmt, wie wir uns ihm nahen. Und ich bin sehr froh über die Lehre gestern Abend. Die ist unbedingt notwendig, damit wir das, was ich heute erzähle, in der richtigen Ausrichtung hören. Wir werden nicht Regeln einhalten können, um uns Gott zu nahen. Uns wird es genauso gehen wie dem Volk Israel damals. Wenn wir uns auf das Einhalten von Regeln verlassen, werden wir nicht in Gottes Gegenwart kommen können. Deswegen steht hier, da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben. Aber weil wir das haben, steht hier auch, dann lasst uns auch hinzukommen. Lasst uns auch die Gegenwart Gottes suchen. Lasst uns näher zu ihm kommen. Also wir haben es ganz klar gestern gehört, wir können keine Werke tun, die uns so gut machen, dass wir zu Jesus kommen können. Das geht nicht. Es ist sogar gefährlich, wenn wir das versuchen würden, weil wir einen anderen Geist empfangen würden. Also haben wir den Zugang zu Gottes Gegenwart alleine durch das Blut von Jesus, alleine durch das Opfer von Jesus Christus. Die Reinigung, die wir brauchen, haben wir auch, allein durch das Opfer von Jesus Christus und sein Blut. Wie wir es im Psalm 24, Vers 4 gelesen haben, wer unschuldig ist, wer rein ist, darf auf den Berg des Herrn kommen. Unsere einzige Chance, diese Bedingung zu erfüllen, ist das Opfer und das Blut von Jesus. Deswegen dürfen wir zu ihm kommen. Psalm 24, Vers 4. Wer unschuldige Hände und ein reines Herz hat, der seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug, der darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn und er darf stehen an seiner heiligen Stätte. Also vollkommene Reinheit und Unschuld können wir empfangen durch das stellvertretende Opfer von Jesus. Deswegen keine anderen Versuche, wie wir gestern Abend gehört haben. Wir sind also rein durch das Blut von Jesus und haben Zugang zu Gottes Gegenwart durch das Opfer und durch das Blut von Jesus. Passiert das vollautomatisch? Es passiert nicht vollautomatisch. Wir lesen im 1. Johannes 1, Vers 5 bis 10. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln oder unser Leben unter der Herrschaft des Lichtes führen, wie das der Jörg gestern stark wiedergegeben hat mit dem Heiligen Geist. Wenn wir aber im Licht wandeln, leben, unser Leben führen, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut von Jesus, das Blut Jesu seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Ich glaube, im Kontext dessen, was wir gelesen haben, erkennen wir, dass Reinheit die Voraussetzung ist, um mit Gott Gemeinschaft zu haben, weil er rein ist. In Gott ist keine Finsternis, in Gott ist keine Unreinheit. Und wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Der Kernvers hier: Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und das geschieht, nachdem wir von Neuem geboren sind. Das geschieht, nachdem wir den Heiligen Geist empfangen haben. Das geschieht auf dem Weg. Das ist ein fortlaufender Prozess, wie wir auch an anderer Stelle lesen, dass wir in Heiligung leben. Das heißt, ein beständiger Prozess der Reinigung durch das Opfer von Jesus Christus. Der
der als Voraussetzung hat, dass wir unsere Sünden bekennen, damit er sie uns vergibt. Damit ist nicht die grundsätzliche Vergebung zur neuen Geburt gemeint, sondern ein fortwährendes Reinigen, was uns fortwährend immer zur Verfügung ist durch das Opfer von Jesus. Und nochmal, die Antwort auf die Anforderung nach Reinheit ist nicht eine Art von christlicher Leistung, sondern Umkehr und Vergebung. Wie wir im Hebräer 13 lesen, ich denke, es ist der Vers 9, denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade gefestigt wird, nicht durch den Umgang mit Speisegeboten, von denen die keinen Nutzen hatten, die danach gelebt haben. Wenn wir also in Gottes Gegenwart kommen, schließt das Dinge aus, die nicht rein sind. Ich habe einfach ein paar Themen gefunden, wo ich glaube, dass die im Wort uns, die uns einen Aufschluss geben, was kann nicht mit Gottes Gegenwart Gemeinschaft haben. Alles, was ihm entgegen ist, was ihm nicht entspricht, was nicht mit ihm kompatibel ist. Ich habe mir das so vorgestellt, das Bild hatte ich die ganze Zeit schon, und es ist im Prinzip diese gesamte Botschaft, kann man auch in einen Satz sagen: näher hin zu Gott heißt weiter weg von allem anderen. Es ist am Endeffekt mit vielen Worten das Gleiche immer wieder. Näher hin setzt voraus, ich bin von was anderes weiter weg. Na, wenn ich wohin fahren möchte, je näher ich dort bin, desto weiter weg bin ich von hier. Es ist wirklich nicht kompliziert, aber ich glaube, für mich war es eine Offenbarung und möchte ich gerne so weitergeben. Näher zu Gott, je näher, desto weiter weg von anderen Sachen. Eine Sache, wo ich glaube, die einfach da ein Thema ist, ist Stolz. Näher zu Gott und Stolz. Da gibt es ein direktes Bibelwort, was ihr alle kennt. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Was steht davor? Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Also wenn man sich zwei Magnete vorstellt, wo Plus an Plus gedrückt werden soll, das stößt sich ab. Das kann nicht zusammenkommen. Gegenwart Gottes und Stolz geht nicht zusammen. Also dort, glaube ich, ist es ganz klar in der Schrift, brauchen wir nicht mal eine Auslegung dafür. In Gottes Gegenwart kommen heißt, wir demütigen uns. Wie wir im Psalm 131, Vers 1 schon gelesen haben, ein Wallfahrtslied von David. Herr, mein Herz will nicht hoch hinaus. Meine Augen sind nicht hochmütig. Ich gehe nicht mit Dingen um, die zu groß und zu wunderbar für mich sind. Als ein Lied, was die Begegnung mit Gott vorbereitet. Ein Wallfahrtslied auf dem Weg zum Tempel. Und ein weiterer Punkt, der mir relativ schnell im Sinn war, ist Religiosität. Oder die Art und Weise, ich mache einen Gottesdienst, wie mir es einfällt. Und unsere Welt, unsere christliche Welt ist voll von Gottesdiensten nach Ort des Hauses. Aber nicht nach Ort des Wortes. Und ich glaube, dass wir uns das anschauen und ich denke, wir sind genau deswegen hier zusammen, weil wir das nicht nach Art des Hauses machen wollen, sondern nach Art der Schrift. Deswegen sind wir ja hier. Darum ist es, glaube ich, eher eine Ermutigung, darüber zu reden. Aber
Wir kommen nachher noch ein Stück weiter im Neuen Testament darauf und auch im Alten Testament ist es ganz stark verankert, dass Gott Götzendienst hasst. Das erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott und du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Also Gottes Aussagen, Gottes Meinung über Götzen ist in Gottes Wort absolut unmissverständlich. Und dann lesen wir hier einen Bibelvers, da steht, denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde wie Wahrsagerei. Und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Also wir sehen schon, Wahrsagerei und Götzendienst hat mit Gottes Gegenwart gar keine Gemeinschaft. Das geht überhaupt nicht zusammen. Und Widerspenstigkeit. Versuch mal, ein widerspenstiges Kind zu umarmen. Wenn es gerade mal widerspenstig ist. Da brauchen wir viel Kraft. Und Gott sagt hier, denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde. Wie Wahrsagerei. Und Gott verabscheut Wahrsagerei, Okkultismus, Zauberei. Ist alles im ersten Gebot enthalten, alles Götter neben ihm. Und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Und ich denke, wir wissen alle, wo das steht. Ich möchte es trotzdem kurz vorlesen. Wir finden diese Passage im ersten Buch des Samuel, Kapitel 15, Vers 22 bis 23. Ich will nicht die ganze Geschichte lesen. Samuel kommt als Prophet zu Saul und spricht, hat der Herr so viel Lust an Brandopfern und Schlachtopfern, wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Und dieses Brandopfer und Schlachtopfer, was der Saul damals gemacht hat, war nach Art des Saul, aber nicht gehorsam. Er hatte von dem König, den er besiegen sollte, zugelassen, dass die besten Rinder und Schafe aufgehoben werden, obwohl Gott gesagt hat, es soll alles vernichtet werden. Wir wollen nicht tiefer in dieses Kapitel einsteigen, eintauchen, aber die Ansage war, den König sollst du umbringen und auch alles, auf jeden Fall alle Tiere, also alles, was lebt. Und das Volk, den taten die guten Kühe und die guten Schafe leid und haben sie mitgebracht. Und Samuel kommt zu Saul und sagt, was hörst du denn da? Ich höre Kühe, ich höre Schafe. Und Saul hat eine Ausrede parat und sagt, das haben wir für den Herrn aufgehoben. Für den Herrn, deinen Gott. Und damit versteht Gott keinen Spaß. Gott versteht an dieser Stelle wirklich keinen Spaß. Er sagt, gut, okay, ich habe es zwar anders gesagt, aber nee, wenn ihr das Beste für mich gebt, ja, wer soll da was dagegen haben? Ist halt eurer Art, mich zu ehren. Ich hätte es anders gedacht, aber wenn es zu eurer Art ist, dann macht ihr das halt so. Gott richtet das sehr scharf durch den Propheten und sagt, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer. Und es ist für mich schon ehrfurchtgebietend, auch als Mitverantwortlichen einer Gemeinde, dem Herrn gehorsam zu sein. Und dass Gott an dieser Stelle nicht kompromissbereit ist. Ja, also ich glaube, die Art und Weise, dass sich Menschen ausdenken, wie man denn Gott dient. Und gerade im seelsorgerlichen Bereich gibt es wirklich viele Literatur, die eins zu eins abgeschrieben ist aus esoterischen Anleitungen zur Selbstoptimierung. Und Gott möchte das nicht. Also alles, da möchte ich jetzt mich nicht auf orthodoxe Gottesdienste nur beschränken oder auf Sachen, die so ganz augenscheinlich eine Heiligenbildverehrung sind, sondern auch viele andere Bilder von Gott, viele andere Arten und Weisen, wie wir glauben, dass Gott arbeitet. Gucken wir lieber ins Wort und sagen, Herr, wie willst du das? Also Heuchelei, Religion, Ungehorsam, eigener Gottesdienst, formale christliche Handlungen, die nicht aus dem Wort kommen, passen nicht in Gottes Gegenwart. Dann lesen wir, möchte ich was lesen, eine ganz starke Auswirkung von Gottes Gegenwart in der Apostelgeschichte. Möchte ich mit euch lesen in der Apostelgeschichte 5.
Vers 12 bis 16. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Doch das Volk rühmte sie. Aber umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan, Scharen von Männern und auch Frauen, sodass sie die Kranken auf die Straße hinaustrugen und auf Betten und Lager legten, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von diesen überschatten möchte. Es kam aber auch die Menge aus den Städten um Jerusalem zusammen und sie brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Halleluja! Wie muss das gewesen sein? Dass Zeichen und Wunder geschehen, dass Ehrfurcht vor Gott war, dass sich nicht irgendjemand getraut hat, ach, ich bin auch mal mit dabei, und trotzdem das Volk Ehrerbietung für diese Gemeinde hatte. Und Gott tat Wunder, dass Scharen von Männern und auch Frauen dazugetan wurden, die von Neuem geboren wurden, die gläubig wurden. Und er tat Zeichen, dass Kranke geheilt wurden, dass sogar wenn Petrus vorbeigeht und der Schatten drüber geht, die geheilt werden. Das ist doch wirklich ein Erweis von Gottes Gegenwart, den wir nur begehren können und auch begehren sollten. Und die Vorgeschichte dafür ist echt ehrfurchtgebietend und ich möchte das auch nicht lesen, um irgendwie die dramatischsten Sachen rauszusuchen, um der Dramatik willen. Aber dass wir einerseits glücklich sind, was durch das Opfer von Jesus für uns möglich geworden ist, und dass wir andererseits damit nicht spielen. Apostelgeschichte 4, Abvers 32. Die Menge derer aber, die gläubig wurden, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Auch ein Zeichen von Gottes Gegenwart, weil Menschen ist das unmöglich. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen. Denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber jedem zugeteilt, so wie einer Bedürfnis hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zypro von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Ein Mann aber mit Namen Hananias, mit Sapphira seiner Frau, verkaufte ein Gut und schaffte von dem Kaufpreis beiseite, wovon auch die Frau wusste. Und er brachte einen Teil und legte ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Petrus aber sprach: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb, und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung? Warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Als aber Hananias diese Worte hörte, fiel er hin und verschied. Also er ist gestorben in dem Moment. Und es kam große Furcht über alle, die es hörten. Die jungen Männer aber standen auf, hüllten ihn ein und trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es geschah aber nach Verlauf von etwa 3 Stunden, dass seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was geschehen war. Petrus aber antwortete ihr: Sag mir, ob ihr für so viel das Feld verkauft habt. Sie aber sprach: Ja, für so viel. Petrus aber sprach zu ihr: Warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind an der Tür und werden dich hinaustragen. Sie fiel aber sofort zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot. Und sie trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, welche dies hörten. Und dann geht die Geschichte weiter, wie wir es im Vers 12 gerade angeschaut haben. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder. Und wir sehen also Unaufrichtigkeit, Heuchelei, wie wir es auch im Psalm 15 gefunden haben, ist
kann nicht in Gottes Gegenwart sein. Und Menschen, die sich davon nicht getrennt haben, in diesem Beispiel, haben es mit ihrem Leben bezahlt. Und zwar nach Tod und Auferstehung von Jesus Christus, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, in einer Gemeinde, die durch die Apostel gegründet war, in der Jerusalemer Gemeinde. Und möchte da nicht in eine, ich glaube, dass Gottes Wort und der Heilige Geist da in uns nicht in eine Art falsche Furcht erzeugen möchte, aber die Furcht des Herrn ist einfach der Anfang von Weisheit, ist der Anfang von Gottes Gegenwart. Und die Ehrfurcht vor Gott und Gegenwart Gottes ist ein Ding. Und der Preis, wenn wir um Erweckung beten, und ich sage das wirklich als jemand, der auch Worte gebraucht, die mir an dieser Stelle irgendwie fast ein bisschen zu groß sind. Aber es ist das Wort. Der Preis, den es kostet, wenn Gott so etwas tun möchte, dass solche Wunder geschehen, wie wir sie im Vers 12 bis 16 gelesen haben, dass selbst wenn Petrus auf der Straße geht, sein Schatten vorbeigeht und Kranke geheilt werden, ist eine Anwesenheit Gottes, die dieser Ort Heuchelei mit dem Tod bestraft hat. Und ich bin dafür, dass wir noch mehr von Gottes Gegenwart suchen, unbedingt. Gott möchte das. Aber es heißt auch, dass Dinge, die mit Gott nicht in Zusammen sein können, dass wir die ablegen. Und dass wir sie nicht mitnehmen können, weil selbst nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist und Hananias und Sapphira waren Mitglieder der Gemeinde. Damals war man kein Mitglied der Gemeinde, ohne von neuem geboren zu sein. Man war auch kein Mitglied der Gemeinde, ohne den Heiligen Geist empfangen zu haben. Sie waren Teil der Jüngerschaft. Und sie haben das Vorbild von dem Barnabas gesehen und haben gesagt, das ist stark. Und ich denke, das Ansehen von dem Barnabas war groß. Weil es war auch nicht geheimlich geschehen, dass er den Acker verkauft hat und das Geld den Aposteln zur Verfügung gestellt hatte. Und ich denke, den Hananias und die Sapphira hat das gelockt zu sagen, da gewinnen wir Ansehen, wenn wir das machen. Und haben das nicht so gemacht wie der Barnabas. Sie wollten, dass es nur so aussieht, als hätten sie das Gleiche getan. Und das ist Heuchelei. Also wenn wir davon angetrieben sind, dass wir wollen, dass es so aussieht, als ob, dann ist das gefährlich in Gottes Gegenwart, wie wir hier wirklich dramatisch uns anschauen. Und die Folge aber ist, dass Gott Erweckung gibt, Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen. Als wir zusammensaßen und ganz kurz skizziert haben, was die Themen sind, sagte der François so vor sich hin, ja, Gottes Gegenwart wirkt zum Tod und zum Leben. Deswegen lesen wir im Wort, tötet die Glieder, die auf der Erde sind, tötet die bösen Dinge, damit wir nicht letzten Endes sterben müssen in Gottes Gegenwart. Ja, ich würde mir gerne weitere Punkte da anschauen, die wir jetzt im Neuen Testament vielfach wiederholt bezeugt sehen. Und das ist Unzucht, Götzendienst. Unzucht und Götzendienst sind zwei zentrale Themen, die nicht mit Gottes Gegenwart in Zusammenhang stehen können. Und da möchte ich mit euch gerne ein paar Bibelverse dazu durchlesen. Der nächsten 10 Minuten, denke ich, gehen wir mit dem Text 2. Korinther 5, Vers 20 bis 21 um, 2. Korinther 6, Vers 1 und Vers 11 bis 18 und Kapitel 7, Vers 1. Also wir fangen an mit dem Ende vom 2. Korinther, Kapitel 5. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, sagt Paulus, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. 6, Vers 1. Als Mitarbeiter aber ermahnen oder bitten oder flehen euch an, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Kapitel 6, Vers 3 bis 10 weiter.
Und wir geben in keiner Sache irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert wird, sondern in allem empfehlen wir uns als Gottes Diener. Und jetzt kommt einfach das Leben als Gottes Diener, was er beschreibt, in vielem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhr oder in Tumulten. Das sind so Sachen, die Umstände um sie herum waren. Und jetzt geht es mehr so, was in ihr Anteil war, in Mühen, in Wachen, in Fasten, in Reinheit. Es ist interessant, dass in dieser Empfehlung steht, wir empfehlen uns in Reinheit. Dann geht es weiter in Erkenntnis, in Langmut, in Güte, in der Frucht des Heiligen Geistes, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Reden der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, durch Ehre und Unehre, durch böse und gute Nachrede, als sogenannter Verführer und als Wahrhaftige, als Unbekannte und als Wohlbekannte, als Sterbende und siehe, wir leben, als Gezüchtigte und doch nicht getötet, als Traurige, aber alle Zeit uns freuend, als Arme, aber viele reich machend, als Nichtshabend und doch alles besitzend. In Spuren oder in größeren Anteilen hat es jeder irgendwie mit diesen Konfliktfeldern zu tun, der wirklich von Herzen aufrichtig Jesus nachfolgt. Üble Nachrede ist ein Zeugnis dafür, wenn wir aufrichtig nach Gottes Wort als Gemeinde leben. Ne? Nicht für wirklich sündige Sachen. Aber der Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber erzeugt einfach üble Nachrede. Oder? Zumindest im Landkreis Zwickau ist das so gewesen und heute noch. Wichtig ist, dass es an dieser Stelle keinen Anlass gibt, der noch dem Wort Berechtigung dazu bieten würde. Jedenfalls beschreibt es den Preis, den Paulus gegeben hat, den es ihn kostet, um den Dienst der Versöhnung mit Jesus zu predigen. Und jetzt geht es weiter, Vers 11 bis 18. Unser Mund hat sich euch gegenüber geöffnet, ihr Korinther. Unser Herz ist weit geworden. Ihr seid nicht beengt in uns, sondern ihr seid beengt in euren eigenen Herzen. Als Gegenleistung aber, ich rede wie zu Kindern, werdet auch ihr weit. Und ich möchte an dieser Stelle mal einen Vers einfügen aus dem Galater, den wir gestern ausführlich angeschaut haben. Galater Brief, Kapitel 5, Vers 1 und 13. Galater 5, Vers 1. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Nicht mit Gesetz, nicht mit einem Joch des Gesetzes, nicht mit einem Joch von Gerechtigkeit aus Regeln und so weiter. Galater 5, Vers 1. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Galater 5, Vers 13. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. So, und dann lesen wir hier, ich rede wie zu Kindern, sagt Paulus, werdet auch ihr weit, lebt in Freiheit. Und ich glaube, dass das in engem Zusammenhang steht mit dem, was zuvor steht. Werdet ihr, erweitert ihr auch eure Fähigkeit, diesen Weg zu gehen? Erweitert ihr eure Fähigkeit, für den Namen von Jesus Ungemach auf euch zu nehmen? Werdet auch ihr weit. Und ich habe mir so vorgestellt, wenn man dahinter einen Doppelpunkt setzen würde, werdet auch ihr weit, erweitert eure Möglichkeiten, erweitert euren Horizont, lebt in der Freiheit des Christus. Da steht nicht, seht deswegen mit den Werken der Finsternis nicht so eng. Es steht, werdet auch ihr weit. Und die Weite und die Freiheit äußert sich darin, was wir im nächsten Vers lesen, geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Ich glaube, dass es da einen geistlichen Zusammenhang gibt mit der Freiheit in Jesus
und der Aufforderung, nicht unter einem fremden Joch mit Ungläubigen zu gehen. Und dann können wir auch den Galater 5, Vers 13, den zweiten Teil dazu lesen. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder, nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass oder als Verbindung mit der menschlichen alten Natur, mit dem Fleisch. Werdet auch ihr weit, das bedeutet, geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Ein Joch, zwei Tiere unter einem Balken zusammengespannt. Welche Freiheit hast du, wenn derjenige, mit dem du zusammengespannt bist, zur Finsternis gehört? Wie viel Bewegungsspielraum für das Leben im Licht ist dann noch da? Da ist keiner mehr da. Deswegen auch an dieser Stelle, ich denke wirklich zur Wiederholung, und trotzdem kann es vielleicht für den einen von uns ein Reden vom Heiligen Geist sein: Geh keine Partnerschaft mit einem ungläubigen Menschen ein. Es gibt keine Freiheit für das Leben in Jesus im Joch mit einer ungläubigen Person. Joch ist Joch. Die zwei Ochsen müssen an dieser Stelle gehorsam sein und folgsam sein. Die können sich nicht wie Ochsen benehmen. Die müssen dann spuren, damit sie den Wagen ziehen. Ein Balken, eingespannt, können nicht raus. Entweder sie leben beide in der Freiheit und bewegen sich auf dem Weg Gottes, oder derjenige, der Jesus Christus gehört, hat keine Freiheit für das Leben mit Jesus. Deswegen geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Das bedeutet auch, geht nicht in der gleichen Gesinnung mit Ungläubigen. Sollen wir sie lieb haben? Unbedingt. Wir sollen wirklich jeden Menschen lieben. Gott ist absolut klar darin, dass er sagt, ich möchte, dass allen Menschen geholfen wird. Ich möchte, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott hat die Welt geliebt, dass er seinen Sohn Jesus Christus gegeben hat. Aber wir können nicht in einem Joch mit der Finsternis zusammengespannt sein, weil wir dann keine Freiheit mehr für das Leben in Jesus Christus haben. Dann geht es weiter. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Man könnte sagen, genauso viel Gemeinschaft wie Licht und Finsternis haben, nämlich keine, hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit. Oder welche Übereinstimmung Christus mit Satan? Ich denke, das Wort Gottes gebraucht hier wirklich sehr, sehr einfach verständliche Bilder, weil es so wichtig ist. Da ist nichts verhüllt, verheimlicht oder irgendwie in Symbolen gesprochen, sondern ganz klar. Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat: Ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Ich will unter ihnen wohnen und wandeln. Der lebendige Gott in unserer Mitte. Das ist das, was Gott will. Und dann steht es weiter: Darum, weil ich genau das will, steht hier, wird weiter zitiert aus dem Alten Bund: Darum geht aus ihrer Mitte hinaus. Oder aus der Schrift wird zitiert: Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr. Und dann steht sogar: Und rührt Unreines nicht an. Ist auch zitiert aus der Bibel, aus dem Wort Gottes, was bis dahin schon geschrieben war. Und rührt Unreines nicht an, und ich werde euch annehmen und werde euch Vater sein. Der lebendige Gott, unter dem der Berg Sinai zum Erdbeben geworden ist und geraucht hat und das Volk gehört hat, gesagt: Wir reden nicht mit Gott. Sagt: Ich will euch annehmen und werde euch Vater sein. Da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, Geliebte, das Wort ist deswegen so ernsthaft, weil der Heilige Geist die Gemeinde liebt und weil Paulus die Menschen liebt, denen er das schreibt. Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Also, Gemeinschaft Licht und Finsternis, null. Gemeinschaft Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit, null. Gemeinschaft Christus mit Satan, null. Jesus ist Sieger über Satan. Wie viel Gemeinsamkeit zwischen einem Gläubigen und einem Ungläubigen? Null. Sollen wir mit ihnen Umgang haben? Ja, natürlich. Das Wort sagt, wir sollen nicht aus der Welt rausgehen. Wir haben auf Arbeit Umgang, wir haben überall Umgang mit Menschen, die Jesus nicht nachfolgen.
aber wir haben keine Gemeinsamkeit im Geist. Welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Null. Welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Null. Und jetzt, denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, sowohl als Person, weil der Heilige Geist in uns wohnt, als auch als Gemeinschaft. Ich will unter ihnen wohnen und wandeln oder sein, und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr. Und rührt Unreines nicht an. Und ich werde euch annehmen und werde euch Vater sein. Und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Da wir diese Verheißungen haben, dass Gott mit seiner selbst unter uns wohnt, da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Ehrfurcht vor Gott. Diesen letzten Teil nochmal nach der neuen Genfer Übersetzung. So groß sind also die Zusagen, die Gott uns gemacht hat, liebe Freunde. Deshalb wollen wir uns von allem fernhalten, was uns in unseren Gedanken und in unserem Tun beschmutzt. Und wollen in Ehrfurcht vor Gott ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Das Opfer von Jesus entbindet uns nicht von einem Prozess von Reinigung. Aber das Reinigungsmittel sind nicht Gesetzeswerke, sondern das Opfer von Jesus. Das ist der Unterschied zu damals. Geist und Leib befleckt oder Gedanken und Tun beschmutzt. Und wie wir es, denke ich, relativ deutlich gesehen haben, ist es auch jetzt in unserer Zeit ein Weg, je näher zu Gott, desto mehr geheiligt. Je mehr Gott, desto weniger Sünde. Je mehr Gemeinschaft mit dem Licht, desto weniger Dreck und Finsternis. Obwohl wir gerettet sind, obwohl wir von Neuem geboren sind, bleiben wir permanent in dem Prozess von Reinigung und von Jesus ähnlicher werden. Wir werden immer ähnlicher, bis er wiederkommt. Ja, ich hatte vorhin gesagt, weitere Punkte nach den ersten sind Unzucht und Götzendienst haben wir hier gefunden. Wir haben zwei Aufforderungen im Neuen Testament und die heißen so. Nee, weiter nicht. Zwei Aufforderungen im Neuen Testament, die heißen flieht, abhauen. Einmal flieht die Unzucht und flieht den Götzendienst. 1. Korinther 6, Vers 9 bis 11 und 14 bis 20. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Weichlinge oder Lustknaben oder sich missbrauchen lassende Männer, noch mit Männern schlafende, homosexuell lebende Männer, und ich denke, es trifft ebenso auch Frauen zu, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Alkoholabhängige oder im weiteren Sinne Drogenabhängige, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes sehen. Und das sind manche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, Kleider gewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Dann weiter, ein Sprung zum Vers 14. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Macht. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Soll ich denn die Glieder Christi nehmen und zu Gliedern einer Prostituierten machen, zu Gliedern einer Hure machen? Auf keinen Fall. Oder wisst ihr nicht, dass, wer der Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Flieht die Unzucht. Das ist eine grammatikalisch besonderer Ausdruck, flieht die Unzucht. Wir würden sagen, haut ab vor Unzucht. Heißt genauso. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden?
verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Vor Unzucht fliehen hat uns Josef vorgemacht. Er musste sogar aus seiner Kleidung schlüpfen, um zu entkommen, um der Frau des Potiphar zu entkommen. Abhauen heißt wegklicken, wenn ein Bild beim närrischen Gucken an der Seite erscheint, was beim nächsten Klick zur Unzucht führt. Das heißt ausreisen. Nicht gucken, ob es wirklich Unzucht ist. Flieht, reist aus. Und das wird zu den Leuten geschrieben, von denen zuvor geschrieben ist, ihr wart früher Sünder, aber jetzt seid ihr abgewaschen. Zu den Leuten wird geschrieben, reist aus vor Unzucht in allen Formen. Wir haben vorhin gelesen, rührt Unreines nicht an und guckt es auch nicht an. Wir hatten von François über das Thema Prophetie, hat er oft gesagt, der visuelle Eindruck wirkt fünffach mehr als andere Eindrücke, die wir so wahrnehmen können. Und ich glaube, dass das stimmt. Deswegen arbeitet der Feind mit Bildern von Unzucht, weil er weiß, dass das schöpfungsgemäß funktioniert, dass ein Mann auf seine Frau reagiert, wenn er sie nackt sieht. Das ist von Gott geschaffen und gewollt. Das ist gut. Und der Feind versucht es zu missbrauchen, um Unzucht in die Gedanken zu bringen. Deswegen, wenn schon steht, rührt es nicht an, noch weniger schaut es an. Und 1. Korinther 10, Vers 1 bis 17 lesen wir: Denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. Ist das nicht herrlich, dass solche Geheimnisse dann irgendwann gelüftet werden? Hier das Geheimnis um den Felsen gelüftet wird, der Fels aber war der Christus. An den meisten von ihnen aber hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht nach Bösem gierig sind, wie jene gierig waren. Werdet auch nicht Götzendiener, wie einige von ihnen. Und sie haben Götzendienst nicht in der Form gemacht, dass sie gesagt haben, wir verlassen den Gott, der uns aus Ägypten geführt hat, und wir nehmen jetzt den Gott der Amoriter. Nein, sie haben gesagt, dieses Tier, dieses Viech, dieser Stier, das ist der Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder zu essen und zu trinken und sie standen auf zu spielen. Und als ich das gelesen habe, glaube ich, ist es unglaublich, es wird zitiert aus den Schriften und das Zitat ist schon 2000 Jahre alt. Und es wird beschrieben, die Lebensweise des Volkes war, setzte sich nieder zu essen und zu trinken und sie standen auf zu spielen. Damals gab es wirklich noch kein Computerspiel. Und trotzdem wird es zitiert. Und ich glaube, daran sehen wir einfach, ob Computerspiel oder irgendein anderes Spiel, es ist einfach in der alten Natur von Menschen verankert, dass ein Mensch sich zerstreuen will. Dass er sich niedersetzen, essen und trinken möchte und dass er spielen will. Von Arbeit war hier keine Rede. Sie standen auf zu spielen. Und das wird als Götzendienst bezeichnet. Sie haben sich belustigt und zerstreut. Und ich glaube, an dieser Stelle mahnt uns der Heilige Geist mit unserem Konto von Zerstreuung umzugehen. Ich glaube, der Heilige Geist ermahnt uns an dieser Stelle zu prüfen, ob Zerstreuung ein Götze ist, ob Spielen im weitesten Sinne ein Götze ist, den Gott vom Thron haben möchte, damit wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Auch hier wird wieder beschrieben, auch lasst uns nicht Unzucht treiben, wie einige von ihnen Unzucht trieben. Ich glaube, ein disziplinloses Leben, was hier beschrieben ist, Essen, Trinken, Spielen,
bereitet den Weg für Unzucht. Haben wir bei David gesehen. Essen, Trinken, Mittagsschlaf, auf dem Dach spazieren gehen, Bathseba gesehen. Gibt es einen Zusammenhang, glaube ich, im Wort? Deswegen, Götzendienst und Unzucht sind verknüpft. Und ich glaube, wenn Zerstreuung zum Götzendienst wird, ist das gefährlich. Der Heilige Geist, glaube ich, würde es uns auch noch besser übersetzen, als ich das mit Worten wiedergeben könnte. Auch lasst uns nicht Unzucht treiben, wie einige von ihnen Unzucht trieben, und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch den Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Mord auch nicht. Das ist ein sehr symptomatisches, also wenn wir diese Geschichte lesen, Gott tat ein Wunder, es vergingen 2 Tage ohne Wunder, das Volk murrte und wollte Mose steinigen. Auch das ist in der Natur des Menschen verankert, sich zu beschweren, zu murren und zu meckern. Und an dieser Stelle ist nicht nur zu sagen, boah, meine Güte, muss das jetzt sein, sondern es ist eine innere Haltung von Rebellion. Dieser Ort Murren ist, das, was mir jetzt hier passiert, das steht mir nicht zu, mir steht was anderes zu. Und der daran schuld ist, dass ich in der Lage bin, den mache ich dafür verantwortlich, wie das Volk Mose verantwortlich gemacht hat. Wir lesen weiter, all dies aber wieder vor jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Und ich denke, dass es wirklich eine Botschaft ist, die in unsere heutige Zeit gehört. Wir leben in einer Zeit von Wehen. Axel hat darüber am Anfang der Corona-Zeit gepredigt und hat prophetisch gesagt, ich glaube, wir sind in einer Zeit von Wehen. Und ich glaube, die Wehen sind stärker geworden. Einige unter uns haben echt hautnah Kontakt mit Krieg, sind fürchterlich erschüttert durch Dinge, durch Bekannte, die dort sind. Es drückt, es sind Wehen. Wir sind in einer Zeit von Wehen. Wir sind im Ende der Zeitalter. Auch das steht schon vor 2000 Jahren geschrieben. Doch erleben wir die Wehen und ist für uns, glaube ich, greifbar. Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Das heißt, angesichts der Wehen, in der wir leben, angesichts der Wiederkunft Jesu, die wir erwarten, angesichts dessen, dass wir unter Druck sind, steht hier, dass wir um ein heiliges Leben bemüht sein sollen, wie es auch im Petrusbrief steht. Das Fazit aus den Wehen, das Fazit aus dem, was wir erleben und was Angst und Panik verbreitet, was Druck ist, was presst, ist, heiligt euch, habt ein Leben, was in Übereinstimmung mit Gott ist. Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Ich glaube, es ist eine Verheißung mitten in diesem Geschehen von Druck, von Wehen, von Not. Gott ist treu, der nicht zulassen wird, dass wir über unser Vermögen versucht werden, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Auch dort finde ich den Zusammenhang erstaunlich. In einer Zeit von Druck, von Wehen, ist das Erste, haut ab vor Götzendienst. Haut ab davon, dass Dinge neben und wichtiger als Gott stehen. Lasst uns unser Leben vom Heiligen Geist überprüfen lassen. Ist das, was ich tue, unter die Herrschaft von Gott untergeordnet? Ist der Zeitbedarf, den ich für Dinge verwende, unter Gott oder neben oder über Gott? An dieser Stelle entscheidet sich, ist es ein Götze oder nicht. Darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Haut ab davor, irgendetwas zu tun, was Kräften oder Situationen oder Anschaffungen dient, die ein Götze sind. Und ich denke, das ist gerade in unserer westlichen Welt eine Tatsache, die wir geneigt sind, dass wir die verharmlosen. Ich glaube, Götzendienst auf materiellem Gebiet ist für uns nicht so leicht zu entdecken, weil es einfach Lebenskultur ist in unserer Umgebung. Lass uns den Heiligen Geist erlauben, auch an dieser Stelle
sein Licht leuchten zu lassen, ist das Projekt, was wir anfangen. Ist es unter der Herrschaft von Jesus oder ist es in Konkurrenz mit Gottes Berufung? Ich rede als zu Verständigen, beurteilt ihr, was ich sage, sagt Paulus. Nicht zu Unverständigen wie bei den Galatern. Weiter im Epheserbrief im Kapitel 5. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer. Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Unzucht aber, und Unzucht meint alle Art von sexueller Gemeinschaft außerhalb eines Ehebundes. Unreinheit meint das ganze Thema in Gedanken. Oder Habsucht soll nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt. Auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht geziemen, stattdessen aber Danksagung. Denn dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. Niemand verführe euch mit leeren Worten. Denn dies sollt ihr wissen und erkennen und so weiter. Niemand verführe euch mit leeren Worten, denn dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Das heißt, das kann nicht in Gegenwart Gottes sein. Wo Gottes Zorn darüber herrscht, kann nicht mit ihm Gemeinschaft pflegen. Die Schlussfolgerung daraus, seid also nicht ihre Mitteilhaber. Auch hier wieder der gleiche Ausdruck, habt keine Gemeinschaft damit. Jetzt kommt die Begründung, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts oder führt euer Leben als Kinder des Lichtes. Denn die Frucht des Lichtes besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und hier kommt nochmal eine gleiche Aussage, wie wir sie auch schon im 1. Korinther 6 gelesen haben. Und habt nichts gemein. Nichts gemeinsam mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Und ich glaube, dass ich sagen darf, Werke der Finsternis machen geistlich unfruchtbar. Und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen schändlich oder man schämt sich, das so öffentlich zu sagen. Alles aber, was bloßgestellt wird, das wird durchs Licht offenbar. Denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Deshalb heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, und der Christus wird dir aufleuchten. Finsternis hat Angst vorm Licht. Im Wort Gottes steht, die Dämonen glauben, dass Gott ist und sie zittern davor. Die Werke der Finsternis haben Angst vor dem Licht. Und diese Angst, da haben sie einen guten Trick, eine gute Tarnung. Die sagen nicht, ich habe Angst vor dem Licht, sondern die sagen, mir ist langweilig. Oder ich habe keine Lust. Wenn wir mit Werken der Finsternis Umgang haben, wie wir sie im Wort uns angeschaut haben, produziert das in uns Unlust gegenüber dem Wort Gottes, produziert in uns Unlust gegenüber Gemeinschaft mit Menschen, die Jesus nachfolgen, produziert in uns Unlust zum Gebet. Und deswegen ist meine Ermutigung, und ich denke die Ermutigung vom Heiligen Geist, wenn wir gegen Unlust zum Wortlesen kämpfen, wenn wir gegen Unlust zum Lobpreis zu kämpfen haben, dann lasst uns Werke der Finsternis bloßstellen. Bei mir. Ich bei mir. Du bei dir. Ja? Nicht ich beim Frank oder der Frank bei mir. Das kann auch mal angebracht sein. Aber der erste Schritt, ich bei mir, der Frank bei sich. Als Beispiel. Lasst uns die Werke der Finsternis bloßstellen. Lasst uns sagen, ich versuche es nicht mehr zu decken, sondern es ist ein Werk der Finsternis. Und deswegen Schluss damit.
Und ich glaube auch, weil wir hier diesen Vers lesen, wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, und der Christus wird dir aufleuchten. Eine geistliche Schläfrigkeit und geistlicher Tod sind die Folge von dem Umgang mit unfruchtbaren Werken der Finsternis, mit unfruchtbar machenden für das Werk Gottes. Und ich hatte da mal mir eine Liste auch ein Stück erarbeitet, also dass wir mit Kindern bewegt haben, dieses Thema. Und wir haben im Galaterbrief gelesen, gestern, und da war auch von den Werken des Fleisches die Rede. Und Werke des Fleisches und Werke der Finsternis sind, denke ich, geistlich nicht exakt das Gleiche. Aber es ähnelt sich auch, weil unsere Natur unerlösterweise, unsere alte Natur ist Finsternis oder hat mit Finsternis zu tun. Wenn wir uns da mal anschauen, ein paar Sachen ist, das Erste, was geschrieben ist aus dieser Liste im Galaterbrief, Kapitel 5, ist Unzucht bzw. Pornografie oder Sexualitätsdarstellung außerhalb des Ehebundes. Was heimlich da geschieht, ist selbst zu sagen schändlich, schreibt Paulus. Und heute wird es gefilmt und gezeigt und verteilt. Die Frucht, Ehescheidung, Kinder wachsen ohne Eltern auf, Beziehungsprobleme, Geschlechtskrankheiten. Und es macht unempfindsam für die Gemeinschaft mit Gott, weil es keine Gemeinschaft mit Gott haben kann. Götzendienst, Zauberei. Die Frucht ist Gebundenheit, sind Albträume, sind Süchte, ist Gottesferne, Unglauben, Krankheiten und Bosheit. Feindschaften. Die Frucht ist Gewalttätigkeit und Mord. Streit. Streitsucht. Zwietracht. Die Frucht ist, Freundschaften zerbrechen. Und eine Gemeinschaft, wo der Heilige Geist sich wohlfühlen kann, entsteht nicht, wenn Zwietracht und Streit als Werk der Finsternis versus Werk der alten Natur zwischenmenschliche Beziehungen bestimmen. Zornausbrüche, Jähzorn, Verärgerung. Die Frucht ist Angst, Ärger, Minderwertigkeit. Und es ist auch ein Werk, was den Menschen, der damit Umgang hat, von der Gemeinschaft mit Gott entfernt oder trennt, und Menschen, die darunter leiden, ebenso. Neid, andere schlecht zu machen, die etwas haben, was ich nicht habe. Die Frucht ist Unzufriedenheit und auch das behindert die Gemeinschaft mit Gott. Dann Völlereien oder Fressgelage. Ich glaube, das ist ungebremster Konsum von Dingen. Die Seele sättigen mit Dingen, die man sich kauft, ist im weitesten Sinne biblische Völlerei, sich vollstopfen. Und das muss nicht Essen sein, da ist unsere Kultur vergleichsweise kultiviert oder diszipliniert. Da gibt es eher den Kult, dass der Körper über dem Herrn steht. Okay, steigen wir nicht ein in das Thema. Aber Völlereien ist, die Seele hat ein Verlangen nach Gott. Und wenn sie mit dem gefüttert wird, was nicht Gott ist, frisst sie sich dick und rund mit Sachen, die schläfrig machen, mit Werken der Finsternis. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal darauf zurückkommen, was wir uns anschauen, bleibt nicht ohne Wirkung. Wir lesen in Lukas 11, Vers 34 bis 36, die Leuchte des Leibes ist dein Auge. Wenn dein Auge rein oder gereinigt ist, so ist auch dein ganzer Leib Licht. Wenn es aber böse ist, so ist auch dein Leib finster. Sieh nun zu, dass das Licht, welches in dir ist, nicht Finsternis ist. Wenn nun dein ganzer Körper Licht ist und keinen finsteren Teil hat, so wird er ganz Licht sein, wie wenn die Leuchte mit ihrem Strahl dich beleuchtet. Also, wir haben vorhin gelesen, rührt Unreines nicht an, wir sehen es auch nicht an. Meine Frau hat gesagt, in einem berufsbedingten Umfeld, wo ein Reinraum erforderlich ist, wo man Dinge verarbeitet, wo kein Dreck dabei sein darf, da hat niemand ein Problem und sagt, ja, na klar, ich muss mich umziehen, weil da drinnen darf kein Staubkrümel sein. Wenn wir uns Gott nahen, sollten wir die gleiche Haltung haben. Nicht in Verdammnis, aber mit Bereitschaft vor Gott uns zu demütigen und umzukehren, Sünden zu bekennen und Gott, Jesus, um Vergebung zu bitten. Was wir anschauen, dem werden wir ähnlicher. Das meint,
Bilder, das meint aber auch innere Ausrichtungen. Das, worauf wir ausgerichtet sind, dem werden wir ähnlicher. Und ich habe so gehört, ich selber damit nicht die Erfahrung gemacht, dass der größte Teil von Filmserien, die zum Beispiel über Portale wie Netflix oder andere Portale angeboten werden, Unzucht und Okkultismus in einem Maß enthalten, wie das vor Jahren noch unvorstellbar war. Dass dämonische Dinge dargestellt werden, ungebremst. Die geistige Welt, satanische Inhalte auf eine Art und Weise verkündet werden, dass sie einfach dämonische Belastungen oder Bindungen zur Folge haben. Ebenso das Gleiche, was Darstellung von Sexualität und Unreinheit anbetrifft, was Darstellung von Homosexualität anbetrifft und dergleichen. Was wir anschauen, dem werden wir ähnlicher. Und wir lesen an anderer Stelle, im Epheser 4 steht das, dass Menschen, die ohne Jesus leben, abgestumpft sind in ihrem Sinn. Und der Umgang mit Dingen, die sich mit Gottes Gegenwart nicht verbinden können, macht auch die Empfindsamkeit für Gottes Gegenwart stumpf in unserem Alltag. Wie Jörg so schön gesagt hat, Montag früh um 8 oder um 6 oder um 5 oder um 4 oder zur Mittagsschicht um 1, egal wann der Tag startet. Zu dieser Zeit ist es für uns deutlicher, ob unser Sinn, unsere Empfindsamkeit für Gottes Gegenwart abgestumpft ist, als in einer Versammlung. Aber in einer Versammlung, wo der Heilige Geist wirkt, kann es uns auch offenbart werden, wenn wir uns unwohl fühlen im Lobpreis, dann sagen, Heiliger Geist, wo ist das, was mit deiner Gegenwart nicht in Übereinstimmung ist? Ich möchte das loswerden. Ja, was wir anschauen, dem werden wir ähnlich. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Dazu sind wir bestimmt. Wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit Gottes an. Und Herrlichkeit Gottes anschauen wirkt gegen die Werke der Finsternis. Es ist wie wenn ich gegen Wind laufe. Das, was nicht dazugehört, muss weg. Oder wenn ich dem Licht mich nahe, flieht die Finsternis und ich muss sie loslassen, sonst kann ich einfach nicht näher kommen. Und wie wir es in der Apostelgeschichte gesehen haben, eine Manifestation von Gottes Gegenwart in diesem Ausmaß erfordert auch ein geheiligtes Leben in dem Ausmaß, dass so eine Aktion wie mit Hananias und Sapphira passiert in einer Gemeinde, weil einfach Gott so da ist. Und es ist auch ein Geheimnis, Gott ist immer da. Und Gott ist trotzdem nicht immer so da. Der Heilige Geist hilft uns, das zu verstehen. 1. Johannes 3, Vers 1 bis 3, da steht am Ende im Vers 3, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Da wird es irgendwie Zeit, das auch langsam mal zu tun. Und ich habe ganz einfach würde noch mal die Punkte nennen, die wir im Wort finden, die mit Gottes Gegenwart nicht kompatibel sind. Das ist, denke ich, nicht vollständig, aber was mir so offenbar geworden war. Es ist auf der Seite 6. In dem Fall als Zusammenfassung. Gedacht. Wir haben darüber geredet, dass es Stolz ist. Wir haben darüber geredet, dass es Heuchelei, ein eigenwilliger Gottesdienst ist. Wir haben darüber geredet, dass es Unaufrichtigkeit ist. Wir haben darüber geredet, dass es Unzucht ist, dass es Götzendienst ist. Und ich möchte noch etwas dazufügen. Dinge, die ein Stück auf unser Leben eingewirkt haben, wo Leute an uns schuldig geworden sind, zu vergeben. Unvergebenheit und Bitterkeit verträgt sich auch nicht mit Gottes Gegenwart.
Apostelgeschichte 3, Vers 19, weil wir haben Aufbautage. Da steht, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Zeiten von Aufatmen, von erleichtert sein, von erfrischt werden sollen kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch vorausbestimmten Christus sende. Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben, Erholung, Ausruhen, erquickt, erfrischt werden. Jesus gibt Ruhe, Erfrischung, Auferbauung, Erquickung durch Erlösung von Sünden und nicht durch Verdrängung. Und ich möchte am Ende noch einen Bibelvers mit euch lesen, Hebräer 9, Vers 11 bis 14. Christus aber ist gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das Heiligtum von ihm, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt zur Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Und das Ziel von diesem Vormittag ist genau diese Reinigung. Die Verheißung, das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Und ich glaube, dass die Reinigung nötig ist von Bildern, die wir gesehen haben, die im Lobpreis wieder auftauchen. Dass die Reinigung nötig ist von Streit. Dass die Reinigung nötig ist von Unreinheit und Unzucht. Dass die Reinigung nötig ist von Zorn. Und dass auch Menschen unter uns anderen vergeben, damit wir uns Gott nahen können. Und ich bitte einfach den Heiligen Geist, uns jetzt zu helfen, das auch konkret zu machen. Und im Endeffekt gehört ein Bekenntnis dazu, Herr Jesus, ich brauche Reinigung und du weißt genau selbst, wovon. Und Jesus hat gesagt, ich mache dein Gewissen rein. Es gibt die Verheißung, ich nehme die Bilder weg. Ich nehme die Angst weg, ich nehme die Drohung weg. Ich nehme den Schmutz weg. Ich nehme die Erinnerung an diesen dämonischen Anblick weg. Ich nehme die Erinnerung weg an die pornografischen Bilder. Wir haben die Verheißung, dass es Jesus durch sein Blut tut. Man könnte auch diesen Vers anders ein Stück wiedergeben oder übersetzen. Euer Gewissen reinigen bis in euer Allerinnerstes, bis ins Unterbewusstsein. Weil dort haben wir keinen Zugriff. Allein das Blut von Jesus Christus kann das tun. Und Jesus, glaube ich, möchte das heute Vormittag tun, weil wir haben als Programm für diese Tage näher zu dir. Und Jesus möchte, dass wir Dinge loswerden, die mit ihm nicht kompatibel sind. Und ich leite jetzt zum Gebet an, Stück für Stück, und wer sagt, das ist jetzt mein Ding, steht bitte auf und sagt, damit bekenne ich, Jesus, hier brauche ich deine Hilfe. Hier bitte ich dich um Vergebung, sag es auch leise mit deinen eigenen Worten. Und das ist nicht dazu gedacht, dass wir wissen, wer zu welchem Thema was zu bekennen hat. Das heißt, wir schließen dabei unsere Augen, bitte ich euch echt auch um Disziplin, das zu tun, weil es geht einfach um unsere Haltung vor Jesus Christus. Und wie wir gelesen haben, dass die Art und Weise, wie Gott mit seiner Gegenwart kommen kann, hängt auch mit dem Grad an Reinheit unter uns zusammen. Die Reinigung geschieht allein durch das Opfer und Blut von Jesus, wenn wir bekennen. Und dann geschieht sie aber auch. Das ergreifen wir im Glauben, dass es geschieht. Und es geschieht auch Trost, es geschieht auch Auferbauung. Und möchte einfach auch anleiten, anderen zu vergeben, wer das tun möchte. Und ich glaube, es wäre eine Hilfe, wenn der Richard käme, da ein bisschen leise einfach dem Herrn dient mit instrumentalen Lobpreis. Und lass uns doch jetzt den Sieg von Jesus darüber ergreifen. Lass uns doch einfach sagen, jetzt Schluss mit dem Mist. Lass uns doch einfach sagen, gelöst die Bindung. Lass uns doch sagen, raus mit dem Dreck. Weil Jesus ist genau dafür gestorben. Er freut sich nicht, uns irgendwas vorzuhalten. Er möchte, dass wir in Übereinstimmung mit ihm sind.
Ja, lasst uns wirklich die Augen schließen. Ich mache das auch. Ja, Jesus. Jesus, wir danken dir dafür, dass du eine ewige Erlösung hast durch dein Blut. Herr Jesus Christus, wir ehren dich dafür. Wir beten dich dafür an. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du uns für deine Gegenwart bestimmt hast. Wir danken dir dafür, dass du uns dazu bestimmt hast, dass wir in absoluter, vertrauter Einheit und Gemeinschaft mit dir leben. Wir danken dir, dass du uns bestimmt hast, dass deine Herrlichkeit in unserer Mitte wohnt. Wir danken dir, dass du uns als Gemeinden und als Gemeinde allgemein erworben hast, als Platz, wo du wohnst. Und wir danken dir für alle Gnade und Vergebung aus deinem Opfer, Herr Jesus Christus. Und wir danken dir, dass in deinem Wort steht, jag dem Frieden nach, jedem Menschen gegenüber und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und Herr, hier sind wir und wollen einfach Schritte von Heiligung gehen. Jesus, und erheben deinen Namen über all das, wo Stolz in unserem Leben offenbar geworden ist. Wo wir uns über andere Menschen erhoben haben, wo wir im Widerstand gegenüber dich gelebt haben, wo wir glaubten, es besser zu wissen als du, wo wir auch gesagt haben, ach Herr, deine Verheißungen sind nicht für mich, ich bin zu klein und zu schwach. Oder wo wir letzten Endes zu stolz waren, Sünde zu bekennen. Ja, steht bitte auf, Herr, sagt, ich weiß, was bei mir gemeint ist mit Stolz, wenn es auch nicht gesagt worden ist, aber ich weiß, heute möchte ich mich vor Jesus demütigen und auch bekennen, dass Stolz in meinem Problem ein Hindernis für die Gemeinschaft mit Gott ist. Ja, steht bitte auf und bekennt es auf diese Weise vor Jesus Christus, auch mit euren eigenen Worten, leise an eurem Platz. Der Wunsch, geehrt zu werden, der Wunsch, angesehen zu sein. Vater, sende bitte deinen Geist, dass du das auch als Offenbarung erfährst. Wer möchte, betet mit. Herr Jesus, ich bitte dich um Vergebung. Herr Jesus, ich bitte dich um Vergebung. Ich erkenne, dass Stolz in meinem Herzen ist. Ich erkenne, dass Stolz in meinem Herzen ist. Um deines Namens willen, Herr Jesus, vergib mir bitte Stolz. Um deines Namens willen, Herr Jesus, vergib mir bitte Stolz. Ich beuge mich unter deine Herrschaft. Ich beuge mich unter deine Herrschaft. Ich erkenne an, dass nur du den Plan hast. Ich erkenne an, dass nur du den Plan hast. Und wer jetzt irgendwie vom Heiligen Geist daran erinnert worden ist, dass die selbstgewählte Ort, Gott zu dienen, groß geworden ist, dass vielleicht eine Anleitung aus dem Buch sehr attraktiv erschienen ist oder eine Predigt aus dem Internet sehr attraktiv erschienen. Der Heilige Geist hat offenbart, nee, das ist nicht, wie ich das will. Es klingt zwar schön, fühlt sich vielleicht gut an für die alte Natur, ist aber nicht nach meinem Plan. Oder wenn einfach, ja, so das Stück, ich habe da mein Ritual, auf das ich mich mehr verlasse als auf die Gnade Gottes. Wer sagt, im weitesten Sinne, das Thema Religiosität oder Widerstreben gegen Gottes wirkliche Offenbarung oder vielleicht ein Widerstreben gegen den Heiligen Geist als Person oder der Heilige Geist, der im Zuhören irgendwie dir an dieser Stelle so einen Gedanken gegeben hat, das hat was mit mir zu tun. Ja, steht auf, lass uns das dem Herrn Jesus bekennen als falsch und ihn um Reinigung davon bitten. Herr Jesus, ich erkenne an, dass du Götzendienst hast. Herr Jesus, ich erkenne an, dass du Götzendienst hast. Und in deinem Wort steht, dass selbstgemachter Gottesdienst Götzendienst ist. Und in deinem Wort steht, dass selbstgemachter Gottesdienst Götzendienst ist. Herr, ich habe an mancher Stelle so getan, als würde ich dir dienen, habe aber am Ende meinen Plan durchgeführt. Herr Jesus, ich habe an mancher Stelle so getan, als würde ich dir dienen, habe aber meinen eigensinnigen Plan durchgesetzt. Herr Jesus, reinige mich bitte davon.
vergib mir bitte. Herr, ich möchte dir dienen, wie es dein Geist sagt. Herr Jesus, ich möchte dir dienen, wie es dein Geist sagt. Herr Jesus, wir als Gemeinde wollen dir so dienen, wie es dein Geist sagt. Herr Jesus, das sage ich auch für uns. Herr Jesus, wir als Gemeinde wollen dir so dienen, wie es dein Geist sagt. Herr Jesus, danke, dass dein Geist uns befähigt, dir so zu dienen, wie es dir gefällt. Herr Jesus, hab Dank, dass dein Geist uns befähigt, dir so zu dienen, wie es dir gefällt. Herr Jesus. Jesus. Ja, und lass uns dem Herrn bekennen, wo wir die Tür aufgemacht haben für Schmutz und für Dreck, wo Finsternis in uns Raum gewinnen konnte. Wo unser innerer oder äußerer Mensch befleckt ist, wo wir Taten von Unreinheit getan haben oder innerlich damit ja, sie aufgenommen haben, wo wir gespielt haben, wo wir einfach ja, aus Langeweile Dinge angeschaut haben, die uns von der Gegenwart Gottes fernhalten. Lass uns aufstehen, wenn da Filme im Kopf rumspuken, wenn sowas immer wieder im Lobpreis erscheint, wenn du schon 10-mal gesagt hast, das stört mich im Lobpreis. Wenn du beim Wort Gottes lesen an Sachen erinnert wirst, die einfach Gemeinschaft mit Werken der Finsternis war. Herr Jesus, vergib mir bitte, dass ich mit Werken der Finsternis Gemeinschaft hatte. Herr Jesus, vergib mir bitte, dass ich mit Werken der Finsternis Gemeinschaft hatte. Ich erkenne diese Werke der Finsternis als unfruchtbar an. Ich erkenne diese Werke der Finsternis als unfruchtbar an. Herr Jesus, ich bitte dich um Vergebung. Herr Jesus, ich bitte dich um Vergebung. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du mich reinigst mit deinem Blut. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du mich reinigst mit deinem Blut. Herr Jesus, reinige mein Unterbewusstsein von schmutzigen Dingen. Herr Jesus, reinige mein Unterbewusstsein von schmutzigen Dingen. Und in deinem Namen, Jesus, werfe ich auch jeden Geist heraus, der mit den Werken der Finsternis zusammenhängt. Und in deinem Namen, Jesus, werfe ich auch jeden Geist heraus, der mit den Werken der Finsternis zusammenhängt. Jesus, wir erheben deine Herrschaft über den Dämonen, die sich daran gehängt haben. Die müde machen, die schlapp machen, die ablenken, die spielen verursachen wollen, anstatt wirklich in Freiheit zu sein. Brechen jede Bindung in deinem Namen, Jesus Christus, jede Bindung an Zerstreuung in der Autorität des Namens Jesus, sei gelöst. Jede Bindung an finstere Bilder, an unreine Bilder, sei gelöst in dem Namen von Jesus Christus. Wir bekennen das Blut von Jesus Christus als unsere Gerechtigkeit, durch das wir abgewaschen sind und gereinigt werden, in Jesu Christi Namen. Danke, Vater, in Jesu Namen. Und ja, lass uns vor dem Herrn stehen, wer sagt, ich habe einfach Dinge in meinem Leben größer werden lassen, eine größere Bedeutung gegeben als die Gemeinschaft, als meine Berufung, als das Leben mit Jesus. Ja, wer sagt, ich möchte heute das als Bekenntnis vor Gott sagen und auch als Entscheidung davon umzukehren. Lass uns das vor dem Herrn stehen und sagen, Herr Jesus, das ist mein Bekenntnis. Ich kehre davon um, wo Dinge in meinem Leben zum Götzen geworden sind. Bekenne es dem Herrn Jesus am Platz und nenne die Sache, die Situation, den Umstand, das Projekt, die Beschäftigung, was zum Götzen geworden ist. Ja, und dann lade ich auch ein, mitzusprechen. Herr Jesus, vergib mir, dass ich dich nicht über alles geliebt habe. Herr Jesus,
vergib mir, dass ich dich nicht über alles geliebt habe. Ich entscheide jetzt und heute, dass diese Sache vom Thron kommt. Ich werde mein Leben verändern. Und fliehe vor dem Götzendienst. Wir haben die Verheißung in Gottes Wort. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünde vergibt und uns von jeder Ungerechtigkeit reinigt. Und Herr, wir beten, dass du dieses Werk der Gnade durch uns an diesem Tag weiterwirkst, dass wir gereinigt werden durch dein Blut, widerstehen dem Versuch des Feindes, irgendwie Verdammnis darüber aufkommen zu lassen. Ja, das würde ich als Schlusswort noch sagen, euch wieder hinsetzen, falls da jemand gestanden hat, und machen wir einfach noch einen Schluss. Es gibt einen Unterschied zwischen Buße und Verdammnis. Im Wort Gottes steht, wir hatten gestern gelesen, die Werke des Fleisches tun wir dann nicht, wenn wir unter der Herrschaft des Heiligen Geistes leben. Und der Heilige Geist, überführt von Sünde, sagt, wirkt Umkehr, bringt uns dazu zu bekennen und wirklich davon umzukehren, wirkt Betroffenheit und wirkt aber auch die Aussicht nach Erlösung. Das macht der Heilige Geist. Und Verdammnis sagt, siehst du, da hast du es wieder. Brauchst gar nicht mehr bei Gott antreten. Diese Stimme ist vom Satan. Und die Stimme, die sagt, komm, kehr um, ist vom Heiligen Geist. Und wenn wir versuchen, aus Verdammnis heraus richtig zu sein, dann sind wir unter Gesetz, wie wir es im Galaterbrief gelesen haben. Aber der Heilige Geist wirkt Überführung, Erlösung, und das ist das Ziel von Jesus Christus.